Fahrkarte bitte, Madame. Fahrkarte bitte, Madame. Madame? Letzte Nacht wurde eine Frau namens Esther van Relsen erstochen im London Canterbury Express aufgefunden. Rex war an die Abteiltür geschrieben und kein Hinweis auf den Mörder. Gehen Sie zu Charles. Sagen Sie ihm, er soll das Sir Graham Forbes geben. Sir Graham Forbes, bitte schauen Sie nach meinem zweiten Auftritt bei mir vorbei. Möglicherweise kann ich Ihnen helfen. Wegen Rex. Ich bin mir sicher, dass sie vergiftet wurde. Ich habe jemanden im Korridor gesehen. Und wer war das? Weiß ich nicht, Sir. War es ein Mann? Eine Frau, Sir. Ganz in Grau gekleidet war sie. Alle vier Opfer waren weiblich. Richtig. Die ersten drei wurden in Zügen ermordet. Korrekt. Die Namen sind Miriam James, Dodie Albrecht, Esther von Ralston. Und in jedem Fall stand REX mit Kreide geschrieben. Ja, und das ist mir zu abgedroschen. Ein moderner Mörder hinterlässt doch keine Signatur. Außer er hat einen besonderen Grund. Da ist jemand liegen geblieben. Pass auf, runter! Ich helfe dir. Danke, Darling. Oh! Was ist denn passiert, Paul? Scheint, als wollte uns jemand über den Haufen schießen. Der einzige Job gestern war ein grauer Rolls-Royce. Das stimmt. Mhm. Der C639. Das passt. Ja, aber der war nicht gestohlen, sondern nur geborgt. Dr. Charles Kohima. Ich bin sehr an Ihrem Wagen interessiert, Dr. Kohima. Offenbar, aber dürfte ich erfahren, wieso? Um 18 Uhr gestern Abend hat der Fahrer Ihres Wagens versucht, mich zu ermorden. Könnten Sie heute um 6:30? Es ist wirklich dringend. 6:30, Marshall House Terrace. Das ist der Doktor, ich muss gehen. Bitte, bitte versetzen Sie mich nicht. Sie schien besorgt, ich muss gehen. Du meinst, wir müssen gehen? Nein, nein, ich Thomas, du wirst mir jetzt zu, mein Lieber. Wenn du glaubst, ich werde dich ganz alleine nach Feierabend in die Wohnung fremder, attraktiver Frauen gehen lassen, hast du dich gewaltig geschnitten. Das Ticken stammt nicht von dieser Uhr. Woher könnte es sonst kommen? Von da. Steve, raus hier, schnell! Es ist eine Zeitbombe, los, raus! Ich will, dass Sie mir mit der Polizei helfen. Wieso brauchen Sie Hilfe mit der Polizei? Na, wegen diesen Rex-Morden. Ich sagte doch, ich spreche nicht am Telefon. Bewegen Sie sich her und fragen Sie persönlich. Hallo? Spider? Sie bringen die Tasche zur Gruft des Franziskanerklosters in Canterbury über den Nordeingang, der geöffnet sein wird? Und legen die Tasche auf das Grab des Abtes. Danach verlassen Sie umgehend die Stadt. Wenn Sie den Anweisungen nicht folgen, wird ein Bericht über die Geschehnisse von 1937 in Kairo der Polizei ausgehändigt. Rex. Diese Frau habe ich noch nie zuvor gesehen. Paul, es ist jemand im Badezimmer. Steve! Steve! Ich bin hier, Paul! Was für eine Nachricht doch war, in eine solche Falle zu tappen. Hilfe! Hey! Hilfe! In diesem Raum haben sich alle noch lebenden Personen versammelt, die mit den Rex-Morden in Verbindung stehen. Und unter ihnen befindet sich Rex. Von jetzt an schreibe ich nur noch über Detektive. Ich weiß. Bis zum nächsten Ruf nach Port Temple.